Es hatte eine friedliche und gewaltlose Demonstration sein sollen. Das neue Forum hatte dazu aufgerufen, aber schon kurz nach Beginn gerieten die Ereignisse dem Veranstalter aus der Kontrolle. Die Demonstranten drangen durch das Haupttor auf das Stasi-Gelände vor. Wer das Tor aufgemacht hatte, blieb offen, war es geöffnet worden, wie später das neue Forum mutmaßte, oder war es aufgesprengt worden, das ist bis jetzt noch nicht geklärt. Sie sehen hier einen Vertreter des neuen Forums, keine Gewalt, aber das fruchtete nichts. Die Volkspolizei blieb relativ tatenlos und nun begeben sich die Demonstranten auf eines der Hauptgebäude zu, sprengen auch hier die Tür. Trotz aller Mahnungen dringen sie ein, vermutlich auf der Suche nach den Waffenkammern, von denen am Morgen die Rede war. Der Staatssicherheitsdienst war ja ausgerüstet wie eine Armee. Durch alle Flure sah man die Demonstranten gehen. Sie rissen die Schränke auf, rissen die Papiere heraus. Auf der Suche nach Unterlagen standen sie dann vor den Büchern. Propagandamaterial zum Teil Reisebücher. Der Sachschaden ist sicherlich beträchtlich. Es wurden tatsächlich auch relativ interessante Akten noch gefunden. Zum Beispiel über Valenza, drei Aktenordner, sagte später eine Demonstrantin, hätte man gesehen. Es gab aber auch ganz persönliche Akten, Briefwechsel, die offensichtlich vom Staatssicherheitsdienst beobachtet und verfolgt worden waren. Man las es durch, aber nicht alle blieben so ruhig wie diese Demonstranten hier. Einige waren schon in die Keller vorgedrungen. Immer noch auf der Suche offensichtlich nach den Waffen. Erzürnte warfen die Schriften aus dem Fenster heraus, was sicherlich nicht im Sinne des Bürgerkomitees war, das sehr darauf geachtet hat, dass alles gewaltfrei ging. Denn diese Dinge spielen natürlich den Rechten im Lande mehr in die Hände. Man ist sehr besorgt darüber, welcher politische Schaden hierdurch entstanden ist. Hier ist man nicht sehr weit gekommen, immer noch auf der Suche nach den Waffen. Man hat ein paar Gasmasken gefunden. Mehr habe ich auch nicht sehen können. Die Volkspolizei war darauf bedacht, nun einiges wieder in Ordnung zu bringen, aber da war nicht mehr viel zu machen. Hier im Keller habe ich noch einige Unterlagen gefunden, die allerdings relativ belanglos waren. Hinweise auf Tätigkeiten des Bundesnachrichtendienstes. Offensichtlich handelte es sich hier aber um Material, das vorher schon beiseite geschafft wurde. Es war zerrissen. Möglicherweise waren es auch Mitschriften von irgendwelchen Vorträgen. Hier sehen Sie, dass die Graffiti-Leute schon fleißig unterwegs waren. Die Demonstranten waren doch sehr erbost darüber, denn später fand man prall gefüllte Keller mit Waren, die die Bevölkerung auch gerne gehabt hätte. Ananas und sehr gutes Fleisch und Dinge, die man sonst nicht in den Geschäften findet. Hier also noch einmal ein Blick in einen Raum, wo man Unterlagen gefunden hat, aber das meiste der Akten war schon beiseite geschafft worden. Bilder, von denen ich glaubte, die gäbe es gar nicht mehr, Honecker und Brezhnev, wurden zerstört. Ein Bild von, das ist Ibrahim Böhme, der zur Zurückhaltung mahnt, aber da war es eigentlich schon zu spät, wie Sie hier sehen. Ein Bild draußen von Gorbatschow, das stand wie eine Ikone und unberührt dort. Und noch einmal der Hinweis, Gorbi, danke dafür, nur hier für diese Bilder würde er sich auch bedanken, wenn er die gesehen hätte. Aber wer nun die Staatssicherheit in Aktion erlebt hat, wird verstehen, dass es zu diesem Bürgerzorn gekommen ist.
es sieht schlimmer aus, vermutlich, als es in Wirklichkeit gewesen ist. Denn nach relativ kurzer Zeit hatte das Bürgerkomitee die Angelegenheit wieder unter Kontrolle. Man muss sagen, dass es bewundernswert war, wie es diese jungen Leute zum Teil geschafft haben, die Menschen wieder herauszudringen und jene, und möglicherweise stehen sie jetzt immer noch vor der Stasi, davon abzuhalten, erneut einzudringen.